Tolles Paar. Antrag. Billig rübergekommen. Ja, voll. So viel Selbstbräuner. Auf den Mario habe ich mich dann speziell gefreut. Ja. Hübsche Hofdamen. Wenn man das erste Bier hat. Gratis trinken. Wenn das so flutscht. 4 Stück. Ja. Schmusekätzchen. Stopp. Abends im Bett. Top. Hast du mit der Sonja gebusselt? Ja, mal. Der Romantiker. Liebeserklärung. Ich mag dich sehr gerne. Weiter geht's. Die längste Staffel, die ich bisher gemacht habe. Bauersuchtfrau Österreich, Folge 21. Starten wir mal. Servus Leute und herzlich willkommen zur Folge Nummer 21 von Bauersuchtfrau Österreich in der Österreich-Edition. Naja, heute haben wir wieder mal diese zwei Seiten. Einmal haben wir eine schöne Love-Story, ach süß. Und das andere Mal haben wir die Sabine irgendwie so, die den anderen Typen gehabt hat und jetzt eine Aussprache mit ihren Hofherren hat. Deswegen würde ich sagen, es wird eine spannende Folge. Fangen wir dann mit der ersten Szene. Viel Spaß beim Anschauen und los geht's! Wer geht seither gemeinsam durchs Leben? Und bei wem hat es nur für einen kurzen Sommerflirt gereicht? Bei den meisten war es nur ein kurzer Sommerflirt, aber beim Flo, dem heißen Typen, bei dem nicht, oder? Ich bin mit der Nicole angereist, die Hofwoche beendet haben, so geht's nur weiter, nicht? Ja. Ja, unser Filzhutherr, so wie ich ihn aus Folge 17 noch in Erinnerung habe. Und vielleicht wird's eine unendliche Geschichte, nicht? Was für ein Romantiker! Ja. Wenn man sicher, was die Hütte hergibt. Ja. Naja, kommt drauf an, was du drin veranstaltest, Flo. Diesmal heißt es für ihn aber alleine planschen. Warum? Aber nicht ganz alleine, denn... Und wenn man das erste Bier hat, dann weiß man ganz genau, man ist angekommen. Und das Bier wird den Gerhard nicht einfach so ghosten wie die Samira. Sie hat sich einfach nicht mehr gemeldet bei mir. Oh je. Keine Ahnung. Aber immerhin, die Melanie von der Hofwoche ist hier. Melanie, komm zu uns. Ja. Melanie, hallo. Hallo. Die Samira wurde auch eingeladen und... Sie hat doch gesagt, sie kommt, aber plötzlich war sie nicht mehr erreichbar. Todmannstellung. Und der Melanie, der war es auch klar, dass die deutsche Samira irgendwann einfach weg sein wird. Na, du jetzt siehst, auf welche Leute voll aus ist. Auf der niederösterreichischen Front ist halt voll aus. Genau, ja. Wie gesagt, ich glaube, dass die Melanie auch eine Schauspielerin ist, weil sie ja auch schon letzte oder vorletzte Staffel mit dabei war. Grüße dich, ja, hallo. Der Gerhard fand die Samira und die Melanie. Ist das für dich eher so billig rübergekommen? Ja, voll. Ja gut, bisschen zu viel Selbstbräuner war da vielleicht schon drauf. Hallo. Hallo. Freut mich, dich zu sehen. Hallo. Hallo. Sie ist einfach so, hallo, ich werde zu wenig bezahlt. Hallo, hallo, was mache ich hier? Hallo. Natürlich ist die Samira, ich sage jetzt mal, ein Puppel, sage jetzt mal, kommt nicht zu sehr. Man sieht, Melanie tut alles, um zu zeigen, dass ihr Samira nicht gefallen hat. Ja. Melanie, du stieg jetzt eigentlich nur die ganze Zeit über gegen die Samira. Das stimmt. Die Melanie hat immer nur über die Samira geredet und nie über den Gerhard. Da muss ich dem Gerhard recht geben. Ich habe das Gefühl gehabt, es ging eigentlich dann immer um die Samira. Die hat dich so irgendwie getriggert. Das ist auch ein weiterer Punkt. Ich glaube, die Melanie war einfach nur da, um die Sache ein bisschen spannender zu machen. Und da wurde sie einfach engagiert. Andere Mütter haben auch schöne Töchter, sage ich jetzt mal. So ist es. Und jetzt schauen wir zum Manuel. Die Liebe zu seiner Vera wird von Tag zu Tag größer. Und deshalb hat er im höchsten Stockwerk des Hotels etwas vorbereitet. Erwartet dann eine kleine Überraschung. Okay. Passt das? Mhm. Dann schauen wir mal, was er vorbereitet hat. Sie ist jede Mühe wert. Na, Schock. Ein wirklich tolles Paar. Und kommt jetzt der Antrag? Ich würde sagen, es hat auf jeden Fall ausgeschaut wie ein Heiratsantrag, ja. Es hat ausgeschaut wie einer, aber es war keiner. Aber irgendwann wird sicher so ähnlich ausschauen. Alles Gute euch beiden. Hier kommt jetzt Sabine. Naja, ich treffe wieder meine vier... Ihre vier On-Off-Liebhaber, weil sie ja eigentlich den Werner, ihre Bekanntschaft im Dorf, gedatet hat. Sehr, sehr gut. Glaube ich, umgegangen. Ich habe keinen beleidigt. Ja, sie hat nur verschwiegen, dass sie einen Typen hat. Und ja, aber sonst war alles gut. Wir waren schon ganz gespannt und haben gesagt, wir möchten ihn kennenlernen. Ja. Ja. Oh, Mario und Sabine. 30 Jahre Altersunterschied. Kommst du mal in die Steiermark, da sind ein paar liebe Dinge. Du bist ein bisschen zu jung für mich. Aber für eine Tagesbeziehung, das geht schon. Machen wir mal. Naja, auf den Mario habe ich mich dann speziell gefreut, weil... Ja, die jungen Hüpfer, die springen am besten. Und jetzt, wie schaut's bei euch aus? Jetzt fragt's mich so wohl aus. Ja. Die Frage, wie ihr Liebesleben aussieht, hat sie gekonnt, überspielt und einfach auf eine andere Frage gelenkt. Schau an, da lenkt Sabine schon wieder gekonnt vom Thema ab.
Tja, wer schlecht lügt, muss halt vieles verschleiern. Lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Los geht's! Tja, dann sage ich doch herzlich willkommen hier zum Gespräch. Aber Flo, wo ist denn dein sexy Filzhut für regnerische Tage? Hut ist dabei. Ah. Wir können ihn immer aufsetzen. Perfekt. So schöne Haare soll man ja mit einem Hut nicht bedecken, nicht? So. Ah, schau, was ist? Ein Charmeur, er weiß, wie er Komplimente an die Frauen austeilen kann. Er kann's einfach. Er macht eh Komplimente, er kann sie auch, ja. Ja, ja. Und wie er grinst. Und die Sonja? Hallo ihr Lieben. Servus. Ich grüße euch ganz herzlich und drücke euch. Der Flo hat in der Hofwoche ja mit 3 Damen in einem Schlafraum-Bettgemach geschlafen. Ich vermute, du hast mit Absicht geschaut, dass nur 3 Matratzen da sind. Nein, also mehr... Auch wenn er es nicht zugeben will, ich glaube, er hat schon einen kleinen Hintergedanken bei der Aktion gehabt. Nein, es war eh ganz lustig, nicht? Ja, und jede Dame, die im Bett war, durfte sich bei ihm natürlich eine kleine Kuscheleinheit abholen. Durchprobiert halt, ne? Was hat er denn probiert? Was hat er denn probiert? Ob die Lippen zueinander wie Arsch auf Eimer passen? Nein. Okay, komm bitte. Aber wir werden es noch herausfinden. Hast du mit der Julia gebusselt? Habt ihr gebusselt? Nein. Okay, mit der Nummer 1 nicht und mit der Nummer 2? Hast du mit der Sonja gebusselt? Ja, mal. Lächelt verdächtig, das würde ich jetzt mal als Ja deuten. Ja, und alles in allem hat Flo das zu dieser Nacht zu sagen. Ja, sicher jetzt. Wurde es eine schöne Nacht, ne? Einmal im Leben. Musste er Vollgas geben, auch bei Nicole. Wie ich die Nicole das erste Mal im Bikini gesehen habe. Und seitdem passt es super bei den zwei. Ja, sagt's einmal, idyllischer kann die Hofwoche ja gar nicht enden. Hä? Und wie ging's dann wohl weiter? Ja, ich bin dann noch geblieben nach der Hofwoche ein paar Tage. Meistens komme ich halt her oder er besucht mich und so. Perfekt, also sie sehen sich regelmäßig, aber zusammengezogen sind sie noch nicht. Von Ausschauen her, mir gefallen sie alle. Immer noch sozusagen. Immer noch. Florian. Ja. Der Flo ist aber schon ein größerer Schlingel, als man denkt. Da steckt noch viel mehr unter dem Filzhut. Ja, die Nicole hat halt nicht Luck lassen. Die hat nicht aufgegeben. Mittlerweile hat die Nicole einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen. Und zum Beispiel sich eine Art Liebeserklärung überlegen für die Frau an seiner Seite, Florian. Und der Flo, der Romantiker, spricht aus dem tiefsten Herzen. Nicole, ich mag dich sehr gerne. Ach ja, unser Flo, der Romantiker wie damals mit den 3 Damen im Bettchen. Es geht noch ein bisschen romantischer. Nur romantischer? Ja, aber das muss man dann zu zweit machen. Du hast recht. Stimmt. Wenn der Flo alleine ist, dann ist er sicher nicht so schüchtern und noch viel romantischer. Also und vor allen Dingen, vielleicht hat er da noch nicht so viel Erfahrung. Oh, ja gut. Werden wir machen. Okay, gut. Alles Gute natürlich auch euch beiden. Mir gefällt die Nicole, weil sie einfach so wie sie ist. Ja. Schöne Worte, so soll es sein. Ich finde, er hat es echt gut gesagt. Ja. Ah, herrlich, wenn das so flutscht. Okay, das war eine komische Überleitung. Endlich kommen sie. Servus, Kurti. Grüß dich. Wie geht's? Sabines Hofherrn, 4 Stück. Hey, Kurti, Andi. Ja, Hermann. Servus. Kommt's einer. Ja, kommt's einer. Gratis Essen, gratis Trinken, gratis Pool, aber hübsche Hofdamen. Also, ich will mit Sabine nicht unbedingt abrechnen, aber ich will einfach, dass die Wahrheit am Tisch kommt. Die Wahrheit von Sabrina... Nein. Was mir natürlich auffällt, ist eigentlich eine räumliche Trennung zwischen Hermann und Sabine. Ja, ich glaube, das hat keiner von uns erwartet, dass sie mit dem Hermann zusammenbleibt, sondern wieder zurück zu ihrem Schmusekätzchen geht. So schlimm? Außer mit der Spruch. Ja, eben. Ja, sie möchte einfach nichts sagen, damit sie sich wahrscheinlich nicht verplappert. Sicher die Entfernung ein Problem? Pff, ja, die Entfernung. Da werden da. Hermann. Hermann. Oh, also das war, glaube ich, schon ein freudscher Versprecher, oder? Jetzt mit dem. Oh ja, der Werner, wie gesagt, ist nämlich der beste Freund von ihr, wahrscheinlich Freundschaft plus, mit dem sie zusammen war, als die Hofwoche gedreht wurde. Werner, weil vom Werner da haben wir auch einiges mitbekommen. Alles gut. Genau, alles gut, weg vom Thema, gell, weil sonst... Werner fallen lassen. Naja, das war also eigentlich wirklich ein freudscher Versprecher, muss man sagen. Das glaube ich nicht. Nein, das glaubt sie nicht. Das hat sie automatisch gesagt, weil nur das Wort Werner in ihrem Kopf steht.
Schau, der Werner verbringt mit mir die meiste Zeit von allen. Beim Arbeiten, beim Abendessen, abends im Bett. Aber es ist dein Ex-Freund, oder? Ja. Ja. Zugegeben, dass ihr miteinander ein Verhältnis habt, genau, dass er miteinander ins Bett geht. Und das ist dann auch schwierig. Das hat er mir persönlich ins Gesicht gesagt. Natürlich hat jeder seine eigene Version, aber sie war halt schon sehr mit dem Werner. Und die Ehrlichkeit war nicht da. Und da bin ich draufgekommen, am zweiten Tag, hoppala, da stimmt die Ehrlichkeit, stimmt nicht. Ja? Ihr Blick so, ja gut, einmal darf man ja unehrlich sein, ne? Wieso nicht? Einmal darf man ja. Du suchst einen Mann? Ja. Nicht Raucher. So, ja. Selber rauchst du aber. Ach, sie sucht auch einen Mann ohne Partnerin, aber selber Partner. Für mich ist das Wichtigste, der Partner muss ehrlich und treu sein. Ja? Trotzdem stopp, funktioniert. Das wird wieder ein Vortrag. Ja, wenn man die Wahrheit nicht verkraften kann, stopp. Weißt du, die Wahrheit ich ist? Nein, die Wahrheit ist, ja, man braucht... Ich habe euch optisch ausgesucht. Ist okay, ich kann mir das nicht mehr geben, aber nächste Folge sehen wir das hier. Andere Mütter haben auch schöne Töchter, nicht? Sag ich mal. Ihr seid ja zum Home wahrscheinlich, oder? Gerhard baggert an jungen Gewässern und... Momentan ist es jetzt so, dass wir... Gut, wir sind jetzt noch nicht zusammen. Es sind jetzt schon Gefühle für den Andi da. Wenn ihr Andis Gefühls-, Liebes-, Chaos-, Geschichte nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal, denn dann kommt das Video nächste Woche wahrscheinlich wieder, so wie dieses hier. Hier oben könnt ihr sehr gerne in die neueste Folge von Bachelor reinschauen. Hier unten sind in der Playlist 2 neue Folgen von AYTO. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar und einen Daumen da, um das Video zu bewerten. Und dann sehen wir uns nächstes Mal oder hier in den zweiten Formaten. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ah ja, zu der Story habe ich nichts mehr zu sagen.